Hallo zu einer neuen Folge die Sune Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder wenn du ganz neu hier bist. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Josie und bin die Sue-Designerin und mache aus diesen wunderschönen Kreationen die passenden Schnittmuster dazu, die du dir dann daheim nachnähen kannst. Ja, in dieser Folge gibt es wieder einige spannende Dinge und ich würde sagen, wir legen auch schon gleich los mit dem ersten fertigen, wunderschönen Dessous-Set. Und ich habe ja auch in der letzten Dessous-Näh-Talk-Folge dir schon das passende Höschen gezeigt und ich zeige es dir jetzt hier nochmal. Das ist ja hier dieser Brazilian aus Vollspitze in dieser wunderschönen elastischen Spitze, Ruby Gold, also ein bisschen gibt es bei uns noch im Shop von der Spitze und ich bin einfach in diese Spitze extrem verliebt. Warum jetzt auch rot? Weil ich mal gedacht habe, dadurch, dass ich eben sehr gerne jetzt rot getragen habe, eben gerade so Anfang des Jahres und ich eigentlich sehr wenig rote Teile in meinem Kleiderschrank habe, habe ich mir eigentlich zuerst gedacht, ich möchte mal was Rotes stricken, weil ich das eben letztes Jahr angefangen habe, so ein Sommertop zum Beispiel, aber nicht das passende Garn dazu gefunden habe, besser gesagt nicht den passenden Farbton. Und dann bin ich eben so auf die Idee gekommen, wo ich dann auf dem Heimweg war und beim Dessous-Geschäft vorbeigelaufen bin und eben da das rote Dessous-Set gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, eigentlich liegt die Antwort ja so nah, man könnte sich einfach ein rotes Dessous-Set nähen. Und dann ist mir eh schon spontan diese Spitze eingefallen und deswegen habe ich mir gedacht, ja, die soll es werden und habe dementsprechend eben mit dem Höschen jetzt angefangen, aber eben mehr zu dem Höschen kannst du auch in der letzten Nähtalk-Folge dir nochmal anschauen. Und und jetzt habe ich mich dann an den passenden BH dran gemacht. Ich habe es auch im letzten Nähtalk schon kurz mal angesprochen und dir den Zuschnitt jetzt mal gezeigt. Und ich habe mir eben dafür für den BH Kim entschieden, weil ich mir gedacht habe, warum nicht? Und den kann ich eben aus kompletter Vollspitze auch nähen. Und dass ich jetzt nicht nur nochmal den BH Kim einfach so nähe, wäre, ist natürlich auch schön, aber ich experimentiere ja auch dann immer gerne so einzelne Bereiche, damit man einfach ja mal wieder was Neues ausprobieren kann und auch mehr Erfahrung sammeln kann. Und deswegen habe ich mich da jetzt eben entschieden, dass ich für das Innenfutter das Stay Dry Material verwende, weil das habe ich jetzt eben sehr oft jetzt eben bei meinen Menstruationslips jetzt verwendet und bin eigentlich über das dadurch drauf gestoßen. So als erste Lage verwendet man das und deswegen habe ich mir gedacht, weil das ist ja eigentlich dafür da, dass es eben die Flüssigkeit in den Kern leitet, also dementsprechend nach außen transportieren soll und eben du die dadurch eben trocken fühlen sollst und eben nicht dieses Schweißgefühl. Und jetzt ist eben ja bald die Sommerzeit angesagt, auch wenn es jetzt noch ein bisschen regnerisch ist, also zumindest bei uns. Also die letzten Tage war einfach komplett Regen angesagt und man denkt sich, kommt jetzt überhaupt noch der Sommer oder geht es dann gleich wieder in den Herbst über? Aber ich denke, auf jeden Fall werden auf alle Fälle noch ein paar heiße Tage auf uns warten. Und deswegen war jetzt eben der Gedanke dabei, also wahrscheinlich viele Frauen werden das nachfühlen können, wenn man eben dicke BHs trägt, also gerade so Push-Up-BHs, die halt stark gefüttert sind und man im Sommer einfach schwitzt und und das einfach dann am Körper ist und man fühlt sich wirklich nass, weil im Grunde dadurch, dass ja der BH meistens aus Kunstfaser besteht, wird das einfach nicht aufgesaugt, dieses Material, oder wenn es natürlich Baumwolle ist, saugt es natürlich die Feuchtigkeit auf, aber es bleibt einfach nass und ja, und man will das Ding einfach dann rausschmeißen, eigentlich nicht rausschmeißen, aber schnell ausziehen, wenn man daheim ist und dann einfach sich frei fühlen. Und ich habe mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht gleich sich so gut fühlen, also auch während die heißen Tage und während man schwitzt. Und ja, sollte es ja möglich sein, dass man vielleicht das ein bisschen eindämmen kann und dementsprechend eben dadurch, dass eben das Material jetzt auch im Sportbereich ja auch angewendet wird,
habe ich mir gedacht, ist das eine coole Idee. Auch wenn der BH jetzt, sagen wir mal, sehr elegant wirkt, aber auf der Innenseite im Grunde merkt man das ja nicht. Also man hat da so ein kleines Feature sozusagen. Und ja, und dadurch, dass ich mir eh für schwarze Futtermaterialien entschieden habe, also ich habe mir eigentlich eben beim Slip habe ich mich für hautfarbiges Futter entschieden auf der Innenseite für den Zickel, weil ich es einfach optisch schöner gefunden habe, wenn das eben komplett durchsichtig ist, dass man einfach hier den schönen Verlauf ins Haut hat und dadurch eben jetzt nichts Störendes ist. Ich habe es jetzt aber auch bei dem BH mit Hautfarbe ausprobiert, aber habe mir gedacht, irgendwie schaut es sehr langweilig aus und deswegen habe ich mir gedacht, den BH Kim habe ich ja schon mal aus so einer violetten Spitze genäht. Die ist jetzt leider schon ausverkauft, aber die ist wirklich wunderschön gewesen und da habe ich auch nämlich schwarzes Futtermaterial verwendet und habe gefunden, dass es wirklich sehr schön ausschaut und dementsprechend habe ich mir dann gedacht, ja, wäre doch auch eine Idee für diese rote Spitze des Satzes auszuprobieren und habe es dann eben draufgelegt und dann habe ich eben mir gedacht, ja, da kommt das Rot wirklich sehr gut nochmal zur Geltung und ja, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass es dann so extrem unterschiedlich zum Höschen eben wirkt und deswegen, ja, habe ich mich eben dafür entschieden und perfekt ist ja auch, weil das Daydry-Material ja auch in schwarz ist, gibt es aktuell nur in schwarz, ja, passt das ja wunderbar zusammen und ja, dementsprechend ist halt dann der BH entstanden und ich war wirklich sehr interessiert, wie sich das anfühlt dann. Aber ich zeige dir mal vorher den BH, bevor ich dir mal so meine ersten kleinen Tests oder von meinen ersten kleinen Tests berichte. Und zwar, so schaut jetzt der BH aus. Also eben hier die Cups. Im Grunde, also von außen schaut er eigentlich ziemlich gleich aus wie der BH Kim an und für sich. Also da habe ich jetzt nicht wirklich viel geändert. Also Unterbrust ist mit Spitze und eben hier die Bogenkante läuft hier entlang und eben die Cups sind auch komplett aus Spitze. Mit dem Rückteil wird das hier auch nochmal unterfüttert mit Tüll, damit es einfach hier nochmal ein bisschen stabiler ist. Für Spitze finde ich eigentlich das noch ganz eine gute Unterstützung, dass es eben nicht zu los ist, auch in meiner Unterbrustweite. Also ich habe ja eine sehr schmale Unterbrust, also nehme meistens 65 Umfang, teilweise kann es noch ein bisschen enger sein, für mich persönlich. Deswegen ist eigentlich gut, wenn das hier auch nochmal zusätzlich unterfüttert ist. Also ich habe jetzt hier einen ganz weichen, feinen Tüll hier verwendet, damit auch hier nochmal die Spitze richtig gut zur Geltung kommt und nicht so zugekleistert dann ausschaut. Aber der Rahmenteil ist hier jetzt ohne Futter, das finde ich jetzt, muss nicht unbedingt sein. Und hier habe ich eben dieses Stay Dry Material verwendet. Eben hier kann man die Kissen noch reinlegen, habe ich eh schon eins drinnen. Und genau, und so schaut es dementsprechend aus. Und ich finde, es schaut gegenüber dem Baumwoll-Jersey, also normal habe ich gemeint, dass man eben Baumwoll-Jersey auch verwenden kann, natürlich, weil es ja meistens hat man es ja daheim und es ist praktisch dann zu verwenden und es ist angenehm auf der Haut zu tragen. Aber es schaut oft mal so ein bisschen zu viel, nicht zu viel, aber halt es schaut ein bisschen voluminöser in dem Cup drinnen aus. Aber ich finde eben mit dem Stay Dry Material schaut es recht schön clean aus. Ja. Und damit bin ich eigentlich richtig zufrieden. Also es ist auch gut zum Verarbeiten gegangen. Da kann ich jetzt eigentlich wirklich nichts sagen. Also wirklich sehr angenehm. Und vielleicht sogar ein bisschen angenehmer wie ein Baumwoll-Jersey. Aber ja, von dem her, also ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Ist natürlich auch, muss ich jetzt auch dazu sagen, ist natürlich auch Kunstfaser. Aber eben mit dem Feature, dass das eben so konzipiert ist, dass es eben die Flüssigkeit sozusagen in den Kern leitet.
Genau, also in dem Fall ja zu den Push-Up-Kissen sozusagen. Und ja, und an und für sich, was habe ich sonst noch, da werde ich nochmal später drauf eingehen, auf die Materialien. Also hier habe ich im Grunde eben nur dieses Bügelband in dieser Farbe gehabt. Das ist jetzt ein bisschen helleres Rot, aber ich finde, stört jetzt in dem Fall jetzt nicht so extrem. Und zu den Träger werde ich dann später auch noch was sagen, das, nachdem ich eben nochmal meine Anekdote zu dem Stage-Dry-Material dir erzählt habe. Und dementsprechend habe ich eben hier zum Verstellen jetzt ein eben anderes Rot wieder genommen, also im Grunde wie das vom Bügelband, weil ich da jetzt eben auch keine andere Farbe gehabt habe. Aber im Grunde finde ich es, genau. Aber das erzähle ich dann nochmal später, würde ich sagen, was ich mir bei der Trägerlösung hier nochmal gedacht habe. Aber damit du mal siehst, das Ergebnis, so schaut es aus. Und ich finde es schon cool, richtig hübsch aus, auch in der Kombination zu dem Höschen. Genau. So, und wahrscheinlich bist du jetzt auch schon neugierig, wie sich das Material in dem BH macht. Zumindest, ich war halt schon sehr neugierig und wollte jetzt nicht unbedingt auf die heißen Tage warten, weil, wann kommen die bitte? Muss ich vielleicht noch einen Monat warten oder so? Bin ich viel zu ungeduldig für das? Und dann habe ich mir gedacht, ja, wie kann ich mir am besten ins Schwitzen bringen? Und in dem Fall ist ja dann im Grunde entweder durch Sport oder durch Bewegung natürlich. Und dann gibt es ja bei uns, also ich gehe ja sonst gerne mal so spazieren, so mittags, gerade nach dem Mittagessen, wenn man eh schon so ein bisschen müder ist vielleicht. Genau, nachher, damit ich einfach nicht dann auf der Couch irgendwie einschlafe, gehe ich dann gerne eben mittags spazieren. Ist natürlich auch gut, mal an die frische Luft zu kommen und nicht immer hinter der Nähmaschine oder am Computer zu sitzen. Und dementsprechend gehe ich dann gerne eben entweder eben spazieren oder eben im Wald. Wir haben einen relativ nahegelegenen Wald, was ich sehr praktisch finde, weil ich da auch sehr gerne bin. Ja, weil es dann einfach, du wirst vielleicht auch keine ganz andere Atmosphäre eben auch ist. Und um eben in den Wald zu kommen, so ein bisschen die Abkürzung zu nehmen, gibt es nämlich eine extrem steile Straße, die man hochgehen muss. Und da habe ich mir gedacht, das ist doch wirklich perfekt und habe gleich den BH am nächsten Tag angezogen, gerade zu diesem Spaziergang. Und wir nehmen das oft mal auch, also mein Freund und ich nehmen das dann oft gerne auch so ein bisschen als Konditionstraining und gehen da mal zügig hoch, also nicht so ganz gemütlich, wie man es vielleicht machen wollen würde, aber eben einfach zügig hoch, damit man ordentlich ins Schnaufen kommt und auch ins Schwitzen dementsprechend. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das ist ja so perfekt, der perfekte einfach der Anlass. Und ja, also dann bin ich hochgelaufen, voll geschnauft, mal zu wieder zum richtigen Atmen kommen, weil wir machen oft mal so eine Pause dann, Trinkpause, mal Wasser und habe mal zuerst einmal Luft holen müssen wieder, bevor ich was trinken habe können, weil geht sonst nicht. Und habe dann eben gleichzeitig auch so ein bisschen gespürt, wie fühlt es sich eben an, weil ich merke es halt meistens eben beim Brustkorb, wo es halt rinnt bei mir dann der Schweiß runter und ich merke halt dann, dass es im Brustbereich nass wird. Und es fühlt sich einfach nachher nicht so gut an, wenn man halt einen normalen BH anhat. Und ich muss sagen, beim ersten hat es sich vielleicht schon eine Spur nass angefühlt, aber ich muss halt dazu sagen, das Material habe ich vorher auch nicht vorgewaschen. Also es hat natürlich vielleicht noch nicht so seine komplette Funktion. Genau, und deswegen haben wir gedacht, ja, okay, ich werde es jetzt weiterhin beobachten, dann beim Spaziergang, weil da geht's ja ist es nachher nicht mehr so ganz so anstrengend, weil es eher tendenziell dann flacher ist. Und ich habe dann aber schon gemerkt, so während dem Spaziergang, dass es sich dann nicht mehr so nass angefühlt hat, wie gerade zu Beginn natürlich, weil da muss natürlich das Material erstmal die Feuchtigkeit aufsaugen und ein bisschen ableiten. Und dann haben wir gedacht, ja, ist eigentlich so ganz angenehm zu tragen. Dann haben wir gedacht, okay, ich werde es jetzt nochmal weiter beobachten und haben mir nachher gedacht, ich glaube, entweder ein, zwei Tage später oder so, haben wir gedacht, so, jetzt will ich das nochmal testen, um zu schauen,
wie gut es wirklich ist. Vielleicht eben, weil der erste Eindruck ist ja immer ein bisschen, mal so ist ja mal halt ein ganz neues Gefühl und so. Und deswegen ist immer ganz gut, wenn man das mal öfters testet. Und eben jetzt in der kurzen Zeit habe ich es jetzt eben zweimal testen können. Und eben dann bin ich nachher nochmal gegangen, aber diesmal auf die andere Seite. Aber da gibt es auch so einen steilen Weg, wo ich mir gedacht habe, zieh mal das Tempo ein bisschen an, damit du ordentlich ins Schnaufen kommst und dementsprechend dann auch ins Schwitzen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss echt sagen, beim zweiten Mal ist mir vorgekommen, dass es sich trockener angefühlt hat. Also deswegen eben Schlussfolgerung, dass eben das Material vielleicht so entweder vorher nochmal gewaschen werden muss oder eben nochmal so ein bisschen, sagen wir mal, sich einstellen muss auf die nächste Aufgabe. Und hat sich eigentlich richtig gut angefühlt und ich bin richtig voller Vorfreude auf den Sommer, wenn es so wirklich so richtig heiß wird, wie sich es eben dann anfühlt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, jetzt wo ich dann heimgekommen bin, dass ich unbedingt den BH habe ausziehen müssen, jetzt rein von dem Nässegefühl jetzt, sondern dass es sich richtig gut und trocken angefühlt hat. Und eben, vielleicht ist es auch für die ein Material, wo du auch gerne verwenden möchtest. Ich habe auf alle Fälle auch auf Instagram das auch thematisiert, dieses Thema, und habe dann auch noch mehr Input gekriegt von der Community. Und dementsprechend habe ich auch noch eben mir eh schon gedacht, dass es eben für Sport-BHs natürlich auch sehr sinnvoll sein kann. Gerade eben habe ich dann auch noch mitgeteilt bekommen, eben gerade für den Rücken oder auch für die Unterbrust. Ist ja auch immer oft ein Thema bei Frauen mit größerer Brust, dass man eben im Sommer unter der Brust schwitzt. Und das ist natürlich super unangenehm. Und dadurch kann man sich ja auch so einen Schwitzschutz, nennt sich ja auch oft mal die Frauen dafür. Und ich denke, das ist wirklich ein wunderbares Material, wo dir sicherlich so Erleichterung auch schaffen kann. Also wirklich ein Wundermaterial, ja, jetzt nicht unbedingt, aber zumindest ein sehr sinnvolles Material, wo man jetzt auch gerade für diesen Zweck auch verwenden kann. Und ich denke mal, es ist wirklich sehr vielfältig und auf alle Fälle mal einen Test wert. Ja, dann gehen wir über zu den Trägern. Und zwar, ich zeige es dir jetzt nochmal hier beim BH. Der schaut recht schmal aus. Also normalerweise ist ja beim BH-Creme vorangeschlagen ein 12 mm Träger, weil der natürlich für alle Größen super zu verwenden ist. Und aber gerade eben, wenn man eine richtig kleine Cupgröße, also ich habe ja hier jetzt wirklich die ganz kleinste Größe von dem BH 65A, kann man natürlich hier sehr schmale Träger auch verwenden, weil man natürlich nicht wirklich Gewicht vorne dran hat. Und dementsprechend kann man hier auch sehr zierlich arbeiten. Genau. Und warum habe ich jetzt eben diese Trägervariante hier gewählt? Eben dadurch, du hast ja eh kurz gezeigt, ich habe nämlich hier nur diese Trägerfarbe eben hier gehabt oder eben noch ein dünkleres Rot und es hat mir irgendwie beides nicht so richtig zugesagt. Tendenziell nur das dünklere. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, passend zu dem Höschen, weil ich hier ja auch Falzgummi verwendet habe und es ist wirklich ein so schönes Rot. Und wenn ich jetzt eben da die Träger so miteinander kombiniere, mit dem hellen Rot oder mit dem dunkleren, habe ich irgendwie mal gedacht, irgendwie gefällt mir das nicht. Und was würde mir denn vielleicht sonst noch einfallen, wie ich das halt umgehen kann, dass ich eben das eben schön machen kann. Natürlich, was man auch machen kann, könnte, wäre ja auch Spitzenträger zu machen. Aber da war ich jetzt nicht so in der Stimmung für das, weil es ja eh doch schon recht viel Spitze ist und dann nochmal so einen opulenten Spitzenträger, ja, wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. Und dann habe ich mir gedacht, man könnte ja auch den Falzgummi als Träger verwenden. Und aber eben, wenn man halt nur den Falzgummi zusammennäht, dann
ist mir das aber zu locker. Also das, der hat dann, also obwohl ich eigentlich nicht vorne Gewicht habe, ist mir das aber trotzdem vom Halt her auf den Schultern zu locker. Es ist, ja, fühlt sich einfach zu lose an und bringt mir jetzt nicht so in dem Fall was. Und dann habe ich mir gedacht, okay, kann man den Träger vielleicht, also wenn ich das dann mit dem Falzgummi mache, kann ich das irgendwie verstärken. Dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ja der Falzgummi, ich weiß gar nicht, man muss mal kurz messen, wie breit ist der in der, genau, wenn man dann auf die Hälfte, wenn man dann auf die Hälfte klappt, dann ist der 7 mm breit. Das ist natürlich perfekt, weil ich habe nämlich so einen Spaghetti-Träger, der 6 mm ist und dementsprechend, wenn ich das einfach so als Kern nehme, weil der hat nämlich ein bisschen lockere, wie sag mal, lockereren Zug, weil er natürlich schmäler ist, aber natürlich hat er, aber er hat ein bisschen Festigkeit und das trage ich halt beim Push-Up-Bralette sehr gerne, diese Spaghetti-Träger und trage die eigentlich auch sehr locker, ich habe eigentlich kaum Zug auf den Schultern drauf und finde ich sehr angenehm einfach. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber eben wenn ich den nachher so schmal mache und natürlich auch in Kombination mit einem Bügel-BH, möchte ich da eben ein bisschen mehr, schon mehr Zug haben oder mehr Stabilität in dem Träger und dann wäre das vielleicht eine ganz gute Kombi. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich ummantel einfach diesen 6 mm Trägergummi mit dem Falzgummi und nähe das einfach ein mit dem Zickzackstich. Man kann es hier vielleicht ganz gut sehen. Ich habe es jetzt eben Ton in Ton gemacht, dass man es eben nicht, dass es nicht merkbar ist. Und ja, und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es war schon ein bisschen fummelig, weil natürlich sehr knapp berechnet ist. Man hat den Falzgummi, weil eben der Träger hatte so ein bisschen eine Dicke und natürlich braucht der Falzgummi auch zum Klappen nochmal ein bisschen Weite, um sich um den Trägergummi herumzuschlingen. Genau, deswegen war das schon eine sehr fummelige Arbeit. Also ich kann es hier auch nochmal zeigen. Sieht man schon hier den Träger nochmal durchscheinen, aber eben richtig gut ummantelt. Also man sieht es jetzt nicht von der Vorderseite, nur wenn man so seitlich reinschaut. Ja, und mit dem Ergebnis war ich richtig zufrieden, weil es eben, man merkt, es ist eigentlich ein recht guter Zug eben da und war schon eben gespannt, wie sich das eben trägt. Und natürlich muss man den BH fertig nähen, damit man es anziehen kann und erstmal testen. Dann habe ich eben das fertig gemacht. Eben dementsprechend habe ich es im Grunde hier nur ganz wie gewöhnlich hier angenäht am Trägeransatz und dann habe ich hier den Ring dafür verwendet. Und hinten eben einen verstellbaren Bereich gemacht. Mir wäre dann schon eingefallen, dass ich den Träger eigentlich auch so verstellen könnte, also als Versteller verwenden könnte. Aber eben da bräuchte ich nämlich dann einen 8 mm in etwa, weil durch die Dicke, ich habe es dann auch gemessen, wäre optimal, glaube ich, dann. Weil 7er ist wahrscheinlich, gibt es glaube ich eh nicht, aber eben 8 mm würde ich nur sagen, würde ich dann da verwenden. Habe ich aber nicht, deswegen habe ich mich dann für die 12er Variante entschieden. Aber es wäre möglich, wenn der Ding noch, diese Durchlässe dann breiter werden, dann kann man eigentlich mit dem bisschen dickeren Träger eigentlich das ganz gut verstellbar machen. Aber eben, da habe ich schon was gesehen, müsste ich schauen, ob ich mir mal sowas bestelle. Ja, aber für das habe ich mir gedacht, ja, hinten schaut eh kein Mensch, zumindest wenn man schaut meistens für sich selber eh noch vorne, dann kann man das vielleicht schon verkraften, wenn es hinten nicht so ganz farblich stimmig ist und dementsprechend habe ich das eben dann so gemacht. Verschluss habe ich dann auch, ich habe zwar farblich besseren Verschluss auch noch im Shop, aber habe mir gedacht, naja, damit sie eben passend ist zu dem Träger, mache ich dann auch einen Verschluss in der Farbe. Man kann natürlich ein bisschen andere Verarbeitung auch verwenden, ist mir dann später noch eingefallen, nachdem ich es eben aufgenäht habe. Und jetzt habe ich es eben noch nicht geändert oder ich weiß nicht, ob ich es noch jemals ändern werde. Aber vielleicht für ein nächstes Modell, wenn es wieder so der Fall wäre, könnte ich das mal in Betracht ziehen. Jo, und war dann eigentlich mit dieser Trägerverarbeitung richtig zufrieden, weil es dann eben auch zu dem Höschen eben passt. Und vom Tragegefühl finde ich es
sehr angenehm, muss ich sagen, weil, ich kann jetzt nur in meiner Größe sprechen, weil natürlich, wenn man mehr Brust hat, ist natürlich auch mehr Gewicht und dann wird es natürlich nicht mehr so gut funktionieren. Was man natürlich machen könnte, ist zwei von diesen Spaghetti-Trägern nebeneinander zu machen. Das kann ich mal so kurz andeuten, weil es würde ja dann auch gehen, weil es wäre dann richtig stabil und das wäre natürlich auch nochmal breiter wie der 12er, weil dann waren es 2x7 nebeneinander. Also von dem her, wäre das, also es fühlt sich richtig stabil an. Das könnte man dann auf alle Fälle schon machen. Aber jetzt für mich jetzt diese schmale Variante ist richtig, also ist mir positiv aufgefallen, dass das so gut ist, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es eher tendenziell mehr einschneidet. Aber ich finde es sogar feiner wie die 12 mm Träger für mich persönlich jetzt. Und weil ich einfach, also ich merke halt immer bei mir jetzt zum Beispiel, ich habe Druck auf den Schultern, mag meine Schulter jetzt nicht so ganz gern, deswegen merke ich mir dann gleich mal die Verspannungen. Und deswegen bin ich da oft mal vorsichtiger und trage gerne eben meine Push-Up-Bralettes, weil eben da so gut wie kein Zug drauf ist und die eigentlich oft mal schon runterfallen, die Träger, und es sehr angenehm finde und man hat trotzdem eine schöne Form und es haltet. Und eben bei dem Bügel-BH ist es ein bisschen anders, da muss halt schon ein bisschen mehr Zug jetzt. Es ist jetzt, ich bin jetzt nicht in einer Schraubzwinge oder so, aber halt zumindest, damit das alles schön hier haltet und der Bügel, natürlich eigentlich die Hauptaufgabe ist natürlich der Bügel, die Unterbrust, dass das halt schön um die Unterbrust halt sitzt und dann der Träger halt nur zusätzlich ist. Aber ich finde es halt, es macht irgendwie doch einen Unterschied bei Bügel-BHs oder bei bügellosen BHs. Genau. Und das ist jetzt eben hier diese Trägerlösung, die ich jetzt hier gefunden habe. Vielleicht ist es ein Anstoß für dich oder eine Idee, die du auch vielleicht mal in Betracht ziehst, wenn du eben auch weniger Brust hast. Genau. Und was mir jetzt noch einfällt, also das war jetzt mal alles zu dem Thema Träger und zu dem Thema Bügel-BH an sich. Weil vielleicht wirst du das auch hin und wieder haben, das Gefühl. Ich kenne natürlich viele Frauen, die sich über Bügel-BHs beklagen und sagen, die sind unangenehm, die drücken und so weiter. Das ist immer so ein sehr spezielles Thema, muss ich sagen. Und das ist auch sehr individuell von Person zu Person. Aber man kann schon grundsätzlich sagen, generell über Bügel-BHs, damit sie vielleicht bequemer werden. Natürlich vorausgesetzt ist immer, dass man die richtige Größe für sich erstmal wählt. Wichtig ist natürlich, dass der Bügel hinter der Brust ist, also hinter dem Brustgewebe. Man muss auch nochmal bedenken, wenn man den BH anzieht, er geht ein bisschen in die Breite. Also es ist jetzt nicht so, nur so, wenn du den BH so an die Brust tust, dass es dann und sagst, der Bügel ist eng, dann zählt das jetzt meiner Meinung jetzt nicht, weil eben durch das Anziehen wird er nochmal ein bisschen in die Breite gedehnt und dadurch gibt es sicherlich nochmal so 5, 7 bis 1 Zentimeter, je nachdem wie stark der Zug halt drauf ist, wird der Bügel nochmal in die Breite gedehnt. Genau, und erst und dann, wenn du siehst, okay, das ist hinter dem Brustgewebe, wenn du eben die Brust reingerichtet hast in das Cup, dann kannst du den Bügel beurteilen, ob er der richtige ist. Generell mal von der Breite. So, was bei mir oft ist, ist, wenn der Bügel hoch geht, also schon aufs, wie sagt man da, Brustbein drückt, weil ich natürlich wenig Fleisch habe und sehr knochig bin und das halt dann gleich mal da drauf drückt, ist meistens bei mir oft in dem vorderen Bereich unangenehm. Und da kann man aber was machen. Das ist so ganz ein einfacher Trick und was ich halt ganz gerne mache. Natürlich, wenn man BH neu genäht hat, ist es oftmals so, da muss man sich erst einmal so, eintragen, so eigentlich ähnlich wie bei so Wanderschuhe oder so, die muss man ja auch mal ein paar Mal anziehen, bis sie mal ein bisschen eingegangen sind und dann fühlen sie sich vielleicht dann angenehmer an beim Tragen. Und so genauso, denke ich mir oft mal, ist beim BH jetzt auch, weil ich jetzt zur Zeit eben wenig Bügel-BHs getragen habe, aber ich jetzt wieder richtig viel Freude habe an dem BH Kim.
weil es ein richtig schönes Modell einfach ist und ich grundsätzlich nichts gegen Bügel habe und ja, und das auch gern mal wieder tragen würde, ist jetzt der Trick. Also den habe ich schon während meiner Lehrzeit gelernt. ist jetzt, man kann den Bügel zum gewissen Maß formen, weil man muss ja bedenken, der Bügel ist aus Metall, dementsprechend kann man den auch ein bisschen biegen noch. Ich sage es jetzt auch dazu, man muss das mit Vorsicht machen. Zum einen eben, also wenn es dir hier vorne am Brustbein drückt, mache ich immer als erstes den hier. Also ich drücke mir die obere, oder nehme jetzt die Seite, die obere Kante so ein bisschen nach vorne. Also man muss das ein bisschen so nach vorne biegen. Also es ist jetzt nicht so, wie sagt man, ja, nicht so extrem. Man muss es immer sehr sachte machen. Und dann wieder schauen, anziehen oder während man es anhat, je nachdem, wie es dir am leichtesten fällt, fühlst du dann, okay, ist das jetzt, fühlt sich das jetzt besser an oder nicht? Oder wo drückt es jetzt? Dann drückt es vielleicht hier weiter unten. Dann drücke ich das so ein bisschen so nach außen. Also in dem Fall zu mir her. Aber man darf das nicht extrem machen, weil sonst verbiegt man den Bügel. Also das wollen wir jetzt auch nicht. Wir wollen nur sachte den Bügel etwas formen, damit es besser an die Körperform passt. Genau. Und dann kann man es wieder anprobieren und denkt man sich, okay, jetzt fühlt sich schon viel besser an. Und was sonst auch noch geht, wenn er zum Beispiel zu eng ist, der Bügel, man kann ihn auch zum gewissen Maß hier so ein bisschen auseinanderdehnen. Also so auch immer alles sehr sachte machen. Es ist nie so ein richtiges Reißen. Genau, das muss man ein bisschen üben. Besser mit Vorsicht, wie jetzt zu viel, weil wenn man es zu viel macht, dann lässt er sich nicht mehr oft zurückbiegen. Das ist nämlich die andere Geschichte. Aber das kann man machen. Genau, und das habe ich jetzt auch bei dem BH gemacht. Und es ist wesentlich feiner für mich persönlich jetzt zum Tragen. Und das mache ich eigentlich, muss ich eigentlich echt sagen, ich habe das auch bei jedem BH gemacht, den ich gekauft habe. Auch wenn der Bügel tiefer ist, oft, ja, oder es drückt mir oft mal hier in dem unteren Bereich dann. Das kann auch sein. Also entweder da oben drückt es mir oft dann ins Brustbein rein oder hier in dem unteren Bereich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich komische Rippen oder so gemacht, was weiß ich. Aber zumindest, was ich dir mitgeben will, ist einfach, dass es eben eine Möglichkeit gibt, hier den Bügel eine Spur anzupassen, wenn es dir eben hier drückt. Und ich hoffe, dass das vielleicht einmal so eine kleine Idee ist und Vorschlag, den du eben für die auch anwenden kannst. Ja, und im letzten Nähtag habe ich es nämlich ganz vergessen in der ganzen Rederei, dass ich dir was zeigen wollte, wie ich das Laminat mit Lamellen eingesetzt habe, jetzt zum Beispiel. Es ist auf alle Fälle jetzt nichts, Dessous-mäßiges, aber ich habe mir gedacht, das wird sich wirklich sehr gut dafür eignen. Du wirst vielleicht das mitgekriegt haben mit dem Thema Laminat mit Lamellen, damit habe ich so ein bisschen einen kleinen Krieg mit diesem Material, weil die natürlich jetzt eben tendenziell überwiegend eher das Schaumstofflaminat verwendet, also jetzt eben für die, wie ich es für diesen BH jetzt hier verwendet habe. Das ist mein bevorzugtes Laminat, weil es einfach für mich persönlich mehr Stand hat und eben hier dann diese Form erhält. Und das Laminat mit Lamellen, dadurch, dass es eher tendenziell ein bisschen dünner ist, also das Schaumstoff ist meistens so ab 3 mm, gibt es natürlich auch dünner, verschiedene, aber halt mit 3 mm hat es eigentlich schon einen richtig guten Stand grundsätzlich. Und das Laminat mit Lamellen, das ist eine Spur dünner, also so 2,5 mm und es ist halt ein bisschen weicher. Also ich habe hier nochmal ein Probe gehabt, was ich mal genäht habe, was ich schon mal gezeigt habe. Es ist einfach, es hat nicht viel Stand. Ich meine, es ist auch elastisch in beide Richtungen, was halt auch das Schaumstofflaminat nicht ist. Und dementsprechend, ich bin ja neugierig, also wie gesagt, ich experimentiere ja auch gern und mit dem bin ich einfach nicht zum Vorn gekommen, was jetzt in Bezug auf Cup-Nähen ist.
zwei Nähte, also horizontal und vertikal, sowieso nicht. Das haut so gar nicht hin. Für mich persönlich, weil es optisch einfach nicht hübsch ausschaut, das wird wulstig durch die Lamellen, die verschieben sich halt dann beim Nähen und dann gibt es solche. Ja, es wird einfach nicht schön. Also bei dem jetzt zum Beispiel, es ist ja eh noch einigermaßen hübsch geworden, aber da stimmt halt der Fadenlauf nicht. Das bringt man dann in dem Fall ja auch nicht. Mir hat es nur interessiert, wird das jetzt funktionieren, wenn der Fadenlauf anders ist. Aber wenn eben der Fadenlauf nicht stimmt, dann bringt es mir im Grunde für das Cup auch nichts. Und dementsprechend bin ich da so hin und her gerissen die ganze Zeit und möchte einen Einsatzzweck für das Laminat finden. Und was natürlich schon sein kann, dass wenn man nur eine Naht hat, zum Beispiel wie beim Bralette, was von oben nach unten geht, funktioniert einigermaßen, aber eben dadurch, dass es eben so dünn ist, ist mir persönlich zu dünn. Und wenn man es doppelt nimmt, funktioniert es wieder nicht, weil die Kante dann wieder so hässlich wird. Also die eben durch die Lamellen verdrückt sich das und wird es so dick und ja. Also es ist für mich persönlich jetzt nicht so ganz sinnvoll. Was es für was es eigentlich angeboten wird, sage ich jetzt mal, ist für Bademode nähen, aber kann ich mir schon vorstellen, weil die Lamellen, weil das ist ja innen drinnen ja dann Luft, bei Schaumstoff, da wird es das Wasser aufsaugen und speichern und dann wird es halt schwer. Und bei den Lamellen ist das eben nicht so, weil ja da die Freiräume sind und da gibt es ja nichts zum Aufnehmen, weil das ja so Plastikfädchen sind, würde ich es jetzt mal betiteln. Und da wird ja kein Wasser aufgenommen, nur vom Oberstoff, aber der ist ja sehr gering und dementsprechend ist natürlich schon sinnvoll, wenn man eben das entsprechende Schnittmuster hat. Grundsätzlich, was mir auch aufgefallen ist, wo ich für die Firma gearbeitet habe, für Bademode, also für hochwertige Bademode, haben wir auch dieses Material verwendet. War mir damals nicht bewusst, muss ich auch sagen, aber ich habe jetzt eben die letzte Zeit aufgeräumt, das habe ich mal so ein bisschen angeteasert, ich glaube eben im letzten Nähtag, genau. Und da bin ich wieder auf das Material gestoßen, weil ich ganz zu Beginn, wo ich angefangen habe, bei der Firma zu arbeiten, habe ich so Stoffproben gekriegt. Und von den ganzen Materialien, die wir da verwenden für die, also Futtermaterialien zumindest, für die Bademodensachen. Und das habe ich ewig liegen gehabt, eben so bei meinen Eltern. Und dann vergisst man das natürlich, weiß zwar, dass es da ist, aber schaut jetzt nicht wirklich. Und da war ich mal wieder durchs Aufräumen, bin ich wieder auf das gestoßen und habe das so durchgeblättert und dann bin ich drauf gekommen, die haben das ja auch verwendet. Aber das fühlt sich anders an. Fühlt sich im Grunde wie das Schaumstofflaminat an. Das ist eigentlich auch nicht elastisch in beide Richtungen. Und es fühlt sich härter an. Und da habe ich auch so genähtes Cup. Und das schaut gut aus. Aber das ist ja auch so mit Charmeuse-Band benäht worden. Und das macht aber nicht solche komischen Faxen wie dieses Laminat. Aber eben, das ist halt elastisch in beide Richtungen. Und vielleicht ist das auch der Grund, weil wenn das eben natürlich an Ort und Stelle bleibt, kann ich mir vielleicht das besser vorstellen, dass das irgendwie anders zum Nähen ist, wie jetzt das hier. Genau. Naja, das war mal die Story hinter dem Laminat. Aber jetzt habe ich mir gedacht, ich möchte mal was anderes nähen. Und wie schon erwähnt, ich habe letztes Jahr mit den Stricken angefangen. Ich habe mir dementsprechend auch Equipment zugelegt, weil ich natürlich jetzt keine so Stricknadeln, also schon die typischen Schulstricknadeln halt gehabt habe. Aber eben, wenn man schon dann, sagen wir mal, professioneller oder mehr hobbymäßiger das betreiben will, dann gibt es ja schon tolle Sachen, was man das sich so besorgen kann. Und dementsprechend habe ich mir hier dann auch so Holzstricknadeln besorgt mit dem Nadelspiel, aber halt die Holz sind eben mit Seil und zum Austauschen. Genau, weil ich das cool gefunden habe und mir gedacht habe, ja, zum Anfangen, dann habe ich zumindest Metall und Holz und dann ist alles wunderbar. Ich habe mich natürlich nicht auskennt so am Anfang, aber
Ja, das war halt einmal so, wo ich mir gedacht habe, ein gutes Gefühl gehabt habe, mitzugelegt habe. Genau, und dann habe ich halt so gestrickt das ganze Jahr über und einiges an Erfahrung gesammelt und dann eher mich mehr zu den dünnen Garnen hingezogen fühle, was mich jetzt auch nicht unbedingt wundert, weil ich eben gern so feine, filigrane Sachen auch mache, was natürlich auch zum Dessous-Nähen auch passt. Und dementsprechend habe ich mich natürlich mehr informiert, was gibt es da und so weiter. Und dann hat es eben eine tolle Gelegenheit gegeben, wo ich mir gedacht habe, Josie, ja, jetzt wäre die Gelegenheit, wo du zugreifen könntest und dir mal überlegen kannst, was du ja, haben möchtest. Und eigentlich habe ich mich schon öfters geliebäugelt, ein bisschen mit Metallstricknadeln, also auch mit Seil zum Austauschen und eben wieder so ein Set. Vorher habe ich mit den Holznadeln auch so ein Set gekauft. Mit Tasche und mit Aufbewahrungstasche und das ist wunderbar, weil dann kann man das alles wunderbar an einem Ort lagern. Und habe mir dann dementsprechend auch gedacht, ja, wäre ja dann vielleicht auch wieder gut, wenn man sich so ein Set besorgt, dann hat man eben viel Möglichkeiten zum Ausprobieren, was ich auch super finde, wie wenn man sich halt für spezielle Nadeln halt nur, wie sagt man, nur aussucht, Strickerinnen unter dir vielleicht, oder wenn du selber Strickerin bist oder Stricker, ja, wirst du vielleicht die Thematik kennen. An und für sich, wenn du nur Nähen hast, dann kannst du vielleicht nicht so viel damit anfangen, aber ja, ich will einfach die Story mal dahinter erzählen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, soll ich mir jetzt auf einzelne Größen jetzt mir zulegen? Also eigentlich wollte ich eben, weil nachher würde ich ja günstiger im ersten Moment ja kommen und hätte halt nur das fixe Seil mit den speziellen Nadelstärke. Und irgendwie hat mir die Idee schon gefallen, aber so richtig zufrieden war ich ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann schaue ich mal in dem Set, was da eben alles drinnen ist, mit dem ich geliebäugelt habe, weil ich ja jetzt ungefähr weiß, was sie brauchen und was nicht. Und dann habe ich festgestellt eigentlich, dass es ja, viele Nadeln drinnen sind oder auch Zubehör, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Und wenn ich mir das jetzt eben alles selber zusammenstellen würde, bin ich dann auf die Idee gekommen, wäre das vielleicht besser. Und dann habe ich mir das durchgerechnet und eben geschaut, verglichen, pro Cons. Und dann bin ich draufgekommen, eigentlich ist es besser, wenn ich es mir selber zusammenstelle. Und ja, dementsprechend so bestellen ist natürlich mehr Aufwand, aber ja, man macht halt die Arbeit gerne und hat man halt das, was man haben will. Genau, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das Päckchen bekommen und dann sind natürlich die ganzen Nadeln und die Seile und alles drum und dran lose. Und dann habe ich das halt einfach so auf einen Haufen liegen gehabt und ein paar Tage liegen gehabt und denke, irgendwie, das stört mich jetzt komplett. Ich brauche irgendein Aufbewahrungsding. Und weil in der anderen Tasche, kannst du dir mal kurz zeigen, also diese Tasche hier ist alles wunderbar aufbewahrt. Kannst du mal von innen zeigen. So, und das sind eben da meine Holznadeln und da habe ich die ganzen anderen Sachen, die Maschenmarkierer und die Seile hier drinnen und alles Sonstige, was ich da noch habe. Und es ist wunderbar aufbewahrt. Aber ich wollte jetzt das nicht unbedingt mischen mit den Metallnadeln. Und außerdem habe ich auch keinen Platz, sondern wird es einfach nur chaotisch. Genau. Und dann habe ich mir überlegt, weil es ist ja im Grunde auch nur genäht, das Schrein ist ja jetzt nicht irgendwie speziell verarbeitet, ob man sich das nicht selber nähen kann. Ich meine, das ist ja so ein bisschen gepolstert, wie so, wie heißt denn das? Da gibt es ja vom Vlies, was man ja so aufbügeln kann, gibt es ja so ein bisschen, was ein bisschen gepolstert ist. Genau, das habe ich jetzt nicht gehabt und dann habe ich mir erstmal gedacht, okay, kann man denn sich das jetzt selber nähen? Weil die Maße hätte ich jetzt gehabt, die Größe und so, wie ich es gern hätte. Und dann habe ich eben gegoogelt und habe dann auf dem Bernina Blog einen Beitrag gefunden. Die machen eigentlich oft mal ganz coole Beiträge, wie man sich so ein Etui, also ich habe jetzt Stricketui gegoogelt, ob man das selber nähen kann. Und dann
bin ich drauf gekommen, habe ich den Beitrag gesehen und natürlich kann man es jetzt nicht nur als Stricketui, deswegen, es ist jetzt in dem Fall, in meinem Fall ja das Stricken, aber man kann natürlich das auch als Nähetui machen, weil oft hat man ja doch einige Sachen, so kleine Schere oder Fadentrenner oder Rollschneider oder was auch immer, rumliegen und das könnte man rein theoretisch ja auch alles in so ein Nähetui dann einpacken. Also wäre vielleicht auch eine Idee für dich, wenn du so etwas brauchst, das selber zu nähen. Ich kann es vielleicht auch unten in der Infobox verlinken, den Blogbeitrag, wenn ich es nochmal finde. Weil ich das richtig gut gefunden habe, ist bebildert jetzt. Keine Videoanleitung, aber ich glaube, ja, bin immer ganz gut zu fahren gekommen mit dem. Was ich aber selber gemacht habe, ist dann die Aufteilung von den Taschen, von den Fächern, weil ich ja genau gewusst habe, was will ich denn haben überhaupt und wie soll das ausschauen. Genau, ich habe jetzt im Grunde nur wissen müssen, wie wird das jetzt hier eingefasst und wie funktioniert das überhaupt mit diesem Ohrstoff. Genau, und deswegen habe ich das ganz interessant gefunden. Und jetzt, um auf den Punkt zu kommen, so, weil ich ja nicht diese sortierte Fließ gehabt habe. Und in der Anleitung wird auch irgendein anderes Material empfohlen, was mir auch jetzt unbekannt ist und wollte mir, und die mir das auch nicht besorgen wollte. Und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, Josie, dein Laminat mit Lamellen, das wäre doch wunderbar hier zum Einsetzen. Und dann, weil es muss ja nicht stark gepolstert sein, also weil ich habe nämlich außen wollte den Oberstoff verwenden. Da habe ich noch so Stoffrest über gehabt von einer Wildseide, wunderschön, ich zeige es dir gleich, in einer richtig starken Pink, richtig cool. Und habe mir da damals so ein Kostüm genäht und ja, und das ist überblieben. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das schaut schon cool aus, gell. Ja, und dann habe ich mir gedacht, aber eben, das muss ein bisschen gepolstert sein, weil eben das wäre sonst zu dünn, weil es wäre ja im Grunde fast wie Baumwoll. Stoff zweilagig, will man ja nicht haben. Und dann habe ich gedacht, das ist doch perfekt, weil es ist nicht so dick, weil man muss es ja rundum nur einfassen. Und dann ist ein bisschen gepolstert und wunderbar ist das. Genau, ich zeige es dir jetzt mal. Tada! Also jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob die Farbe wirklich so richtig rüberkommt, aber es ist wirklich ein Knallpink. Ich finde eben die Struktur auch von der Wildseide so schön. Ja, und habe das dann einfach mit Falzgummi eingefasst. ja, also normalerweise kann man natürlich Baumwollschrägband verwenden. Ist natürlich auch, glaube ich, angegeben in der Anleitung. Aber habe ich mir gedacht, Josie, nimm einfach das, was du hast. Genau, und dementsprechend habe ich dann mit Falzgummi gearbeitet. Was natürlich schon ist, ist, dass es mir hier die Kante jetzt hochzieht. Stört mir jetzt in dem Fall jetzt nicht unbedingt. Es soll eigentlich schon hübsch ausschauen und vor allen Dingen zweckmäßig sein. Und deswegen kann ich das schon verkraften, wenn es jetzt hier so ein bisschen nach oben biegt. Genau, und dann habe ich eben hier noch den braunen Reißverschluss gehabt. Das war so ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Aber da habe ich einfach den einen Zipper rausgemacht und dementsprechend einfach hier aufgenäht. Genau. Okay. Ups, okay, da kommen mal schon die Nadeln entgegen. Jetzt tue ich sie gerade noch rein. Ja, und dann kannst du dir noch von innen zeigen. Also es schaut jetzt eben so aus. Ich habe mir da hier diese Fächer hier gemacht, wo ich eben hier die Nadeln hier reinstellen kann. Und auf der anderen Seite kann ich mir hier eben meine Seile hier reinmachen. Hier siehst du eh, ich habe ein Maßband drinnen. Und hier in dem Fach habe ich noch allerlei, was man sonst noch so Zeug rumfliegen hat, was man jetzt nicht unbedingt so braucht oder nicht gut. Dingsen kann, also auf alle Fälle ein Maschenmarkierer noch, ein Sackerl. Und ja, und das ist dann der ganze Clou bei der Tasche. Und eben, es ist schön gepolstert, also jetzt eben nicht zu dünn und auch nicht zu dick. Es war natürlich auch schon ein bisschen friemelig mit dem Gummi hier die Kante zu nähen, will ich jetzt nicht abstreiten. Aber so grundsätzlich hat es funktioniert und richtig cool geworden. Und dann war ich richtig zufrieden. Endlich habe ich es einsetzen können, das Material. Ja, aber eben, das wollte ich eigentlich nur so kurz erzählen, wie eben das noch einsetzen kann und man
vielleicht für die auch als Idee, man kann auch Sachen ein bisschen zweckentfremden und dann dementsprechend auch hinnehmen. Ich glaube, auch teilweise Rucksäcke oder so sind die auch ein bisschen gepolstert. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Oder wenn man so gepolsterte für den Rucksack so Träger machen will, vielleicht. Ja, eben mit mehrlagig ist wieder ein bisschen blöd, aber wenn es nur ganz leicht gepolstert sein soll, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit. Also da kommen wieder Ideen über den, aber eben in dem Bereich bin ich jetzt nicht wirklich unterwegs in Rucksäcke oder so. Aber ich kenne es, wo ich im Stoffgeschäft gearbeitet habe, dass viele auch gerne so in die Richtung eben nähen und dementsprechend ja, ist das sicherlich auch eine coole Idee. Ja. Ja, dann war es das eigentlich jetzt schon wieder. Ist schon wieder eine gute Dreiviertelstunde vorbeigegangen. Ja, ich hoffe, dir hat dieser Nähtalk gefallen. Und wir sehen uns dann auch wieder im nächsten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniere gerne meinen Kanal, wenn du noch mehr dieser Videos sehen möchtest. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald. Ciao.